alle meine Freunde sind so neidisch auf mich, dass ich dich kenne. Du, aber meine Freunde sind auch neidisch auf mich, dass ich dich kenne. Echt? Natürlich. Du, was, die Sina? Nein. So, fertig. Also ich glaube, als Kind wolltest du unbedingt Zuhälter werden. Das stimmt nicht. Warum nicht? Warum nicht? Weil ich gar nicht wusste als Kind, was ein Zuhälter ist. Echt nicht? Nee, als ich kleines Kind nicht. Ich wusste das schon relativ früh, weil wir haben neben einem Puff gewohnt. Ach echt? Ja, und da kam immer so jemand raus und da wusste ich, das ist der Typ, der die alle so zusammenhält. Nee, ich wollte Schauspieler werden. Schon echt? Immer schon immer? Kind. Mhm. Scheiße. Also ich fand das immer gut, wenn ich so Filme... Ich weiß noch, Star Trek, mal die erste Serie, die ich so gesehen habe, Daktari, Star Trek, Tarzan. Mhm. Ich dachte, ey, cool, sowas möchte ich auch machen. Ne? Ja, und ich habe bei dir natürlich geschrieben, als Kind wolltest du Schauspielerin werden. Ja, das stimmt. Ah, schon mal einen Punkt, warte, muss ich um einen Punkt. Aber ich wollte als Kind auch 20 andere Sachen werden. Also, ja gut, aber ich habe richtig getippt. Was wolltest du noch werden? Also Floristin, Apothekerin, Balletttänzerin, Tänzerin, dann wollte ich Lehrerin werden, Opernsängerin, Eiskunstläuferin, Hexe. Das bin ich heute geworden. Wenn du einen Tag Sportler sein könntest, wärst du, glaube ich, Golfer. Aber ich golf ab und zu mal nur meiner Frau zuliebe. Golfen ist eigentlich gar nicht mein Ding. Oh, weil aus zwei Gründen. Das erste ist, wer golft, der hat eigentlich abgeschlossen mit vielen anderen Dingen. Das ist also der Spruch. Und das zweite ist, ich brauche einen Sport, der mich wirklich fordert. Bei dir habe ich geschrieben, weil du ja, wir sind ja im gleichen Sportclub und ich sehe Sila eigentlich nie da. Also nur auf dem Flatscreen ist sie, weil da sind ja dann auch die VIPs, die dort Sport machen, sind auf dem Flatscreen, ne, als Dankeschön, dass sie da hinkommen, wenn sie mal da sind. Sie ist auf dem Flatscreen permanent, jeden Tag läuft es rauf und runter, aber ich habe sie noch nie live erlebt. Doch, ganz am Anfang, als du dich da kurz mal so eingelebt hast und Fotos geschossen hast. Ich habe eine Fernehe. Ich kann nicht immer zum Sport natürlich gehen. Natürlich. Deswegen habe ich gedacht, für dich wäre gut, du wärst gern Trainer. Da sitzt du auf der Bank und guckst, was die anderen machen. Das finde ich gut. Na, dachte ich mir. Schon wieder ein Punkt, siehst du. Also immer das, wo man so Chef sein kann. Genau. Und das Wichtigste im Leben für dich ist Lachen und Leben. Ja. Ich glaube, das Wichtigste für dich im Leben ist ein schönes Leben. Das stimmt. Ein schönes langes Leben. Ein schönes, langes Leben. Das wäre schön, wenn es noch weiter hinausgeht. Ja, du bist ja auch jung und knackig. Mhm. Sag's jetzt. Die drei Dinge, vor denen du dich am meisten fürchtest, sind Fußballer. Du bist gemein! Ja, das stimmt. Ich habe nicht gesagt Torwart, ich habe gesagt Fußballer. Das ist aber auch ein Fußballer. Navigationsgeräte und einparken. Ja, das stimmt. Ja. Ja.